Hallo, herzlich willkommen in der orthopädischen Klinik der Helios Kliniken Schwerin. Mein Name ist Michael Biedermann, bin der Chefarzt der Klinik. Wir wenden uns heute an die Weiterbildungsassistenten im Helios-Konzern, die sich für die Fachrichtung Orthopädie und Unfallchirurgie entschieden haben. Jeder Weiterbildungsassistent, jede Weiterbildungsassistentin ist natürlich bemüht, in der begrenzten Ausbildungszeit relativ große chirurgische Fähigkeiten zu erlernen. Im Bereich der Arthroskopie geht es dabei insbesondere um manuelle Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Triangulation, also das Erreichen eines bestimmten Punktes im Gelenk. Dazu gehört insbesondere eine große räumliche Vorstellungskraft. Um dieses zu verbessern und eine schnellere Ausbildung und eine gründlichere Ausbildung zu ermöglichen, haben wir in Schwerin einen Arthroskopie-Simulator für den gesamten Konzern installiert. Dieser Arthroskopie-Simulator ermöglicht es uns, in einer sehr großen Wirklichkeitstreue, Wirklichkeitsnähe, operative Eingriffe am Knie zu simulieren. Das beginnt sehr einfach mit diagnostischen Rundgängen und endet bei der Bewältigung hochkomplexer Pathologien. Der Simulator erzeugt ein wirklich wirklichkeitsnahes Bild des Gelenkes, sodass der junge Arzt, die junge Ärztin in der Lage ist, eine Operation wie am richtigen Patienten durchzuführen, ohne den Patienten oder sich selbst mit Fehlern zu bestrafen. Das heißt, er kann die Operation immer wieder neu durchführen und immer wieder seine Mängel, seine Fehler erkennen. Also wir besitzen derzeit zwei Module, das Kniegelenksmodul und das Schultergelenksmodul. Es kann also die Kniegelenksarthroskopie und die Schultergelenksarthroskopie geübt werden. Die Dauer eines Kurses beträgt ca. 4 bis 4,5 Stunden. Wie in anderen Fachbereichen üblich, wäre es erstrebenswert, dass alle Assistenten, bevor sie quasi am lebenden Objekt arbeiten, am Patienten arbeiten, diesen Kurs ablegen. Im Übrigen kann ich sagen, dass auch fortgeschrittene Operateure, fortgeschrittene Arthroskopeure Spaß beim Arthroskopieren am Simulator haben. Und ich glaube, man kann nicht gut genug sein, um nicht immer noch was Neues hinzulernen zu können. Außerdem begleiten wir das Programm mit einer prospektiven Studie über den Einsatz des Simulators in der Aus- und Weiterbildung.